Yo, was geht ab? Ich wieder back am Start und natürlich wieder auf Splash Team C, meinem neuen Lieblings-Jump'n'Run-Server. Hashtag Schleimer-Mode ist natürlich aktiviert, aber davor wie immer das Intro. So, und heute mal mit nicht so vielen Effekten, da ich fand, dass die letzte Audiodatei, also von euch gesagt das gestrige Video, sich richtig ekelhaft angehört hat mit den ganzen Effekten. Das hat mir null gefallen. Ich weiß, ob es vielleicht an meinem Headset liegt, aber ich fand, dass sich richtig ekelhaft angehört hat, besonders die Höhen. Die Höhen haben aber nur gequietscht, nicht so schön. Von daher heute mal mit weniger Effekten und einer etwas traurigen Nachricht, beziehungsweise nochmal eure Chance. Ich glaube, es wird auch im Titel stehen, so eure Chance, da ich eher Clickbait kennt man. Nee, das ist natürlich nicht pures Clickbait, sondern ihr wisst ja, ich mache als zweites 1K-Special so ein Q&A. Ich glaube, ich spreche es mal nicht komplett aus, weil das ist wieder scheiße an. Also Questions and Answers, genau das meinte ich. Hört sich nicht so gut an, aber Q&A finde ich in Ordnung. Kommt als zweites Abonnenten-Special und da gebe ich euch einfach noch einmal die Chance, noch ein paar neue Fragen reinzuschreiben. Ich habe wirklich schon mega viele bekommen. Vielen Dank auch an die ganzen Fragen, aber ich glaube, ich lasse noch mal die Chance, da ich am besten mal so richtiges XXL Q&A beantworten möchte und von daher könnt ihr noch mal unter dieses Video ein paar Fragen stellen. Ich schreibe erster Link in der Beschreibung, sollte das Video sein, wenn ich mich nicht täusche und beziehungsweise nicht verkackt habe. Schaut einfach nochmal vorbei. Das ist, glaube ich, für die nächste Woche. Ich werde es an einem Freitag, nee, an einem Samstag, werde ich es, glaube ich, aufnehmen. Dann wird es am Sonntag für euch kommen. Und das dürft ihr, glaube ich, nicht verpassen. Sonntag einschalten. Dort kommt dieses wunderschöne Video. Und ich glaube, ich muss mich wieder angewöhnen, mal wieder rechtzeitig aufzunehmen, beziehungsweise für einen Tag vorzuproduzieren, da ich gerade merke, ich verkacke jedes Mal für diese Zeit. Früher war ich immer so, ich habe, glaube ich, für einen Tag aufgenommen. Also, beziehungsweise ich habe um 21 Uhr dann, glaube ich, meine Folge für morgen dann aufgenommen. Da kam es immer passend. Doch einmal verkackt, deshalb ich so einen Rhythmus, dass ich tagtäglich auch für heute immer was aufnehme. Das ist wirklich zum Teil nervend. Man muss sich wieder um und gewöhnen. Dieser Sprung ist wirklich mega schwierig. Ich will gerade erst beim Modul, achso, schon bei Modul 8. Gut, dieser Sprung finde ich mega heftig. Tut mir leid. 10 Punkte weniger, aber ich gewinne eh wieder. Von daher wieder 50 Punkte plus. Also mit momentan minus. Ah, nochmal 20 Punkte minus. Scheiße. Ich kapiere es aber nicht, wie wir es schaffen sollen. Aber bevor ich wieder lange rumlaufe, weil ich habe letzte Folge so viel gekannt, das glaubt ihr mir gar nicht. Es war wirklich so viel Arbeit und ich bin wie etwas in Zeitdruck. Von daher spreche erstmal nicht und warte mal, bis ich das wunderschöne Ziel erreicht habe. Und dann wäre schon wieder in der wunderschönen PvP-Szene. Ein paar Gegner zusammenkloppen, kennen wir ja schon vor der letzten Folge. Macht Spaß und ich finde irgendwie auf diesem Server laggen die Gegner. Auf keinem anderen Server außer diesem. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur an mir liegt, aber ich schätze nicht. Ich schätze mal nicht seine Performance. Also, Splash MC da. So geht es nicht weiter. Muss schon die Performance stimmen, weil es kann ich durchspielen, wenn alle hier rumlaggen. Oder sie haben nur Spieler drauf, die wirklich beschissen Internet haben. Aber ich glaube, das lasse ich dann doch mal weg. Die Meinung war, glaube ich, ganz schön gespalten. Ein Teil hat geschrieben, sie finden die dauerhaften Effekte ganz schön. Die anderen haben geschrieben, sie finden es nicht so schön. Mal schauen. Ich glaube, ich lasse diese Effekte nochmal komplett drin, weil es natürlich sonst zu viel Arbeit wäre. Ich bin ja auch etwas fauler Mensch, kennt man ja. Aber ich finde, wird man dauerhaft die Effekte, ist natürlich etwas anstrengend. Und ich versuche es mal etwas zu regulieren mit den Effekten. Nicht so stark, sondern etwas so 50% oder sowas. Mal schauen, was er so tun lässt. Und natürlich habe ich gewonnen. Was hätte man so anders von mir erwartet? Würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Lolli.